schauen wir uns hier mal ein bisschen genauer um. Also der Pirat war ja schon ein wenig komisch. Aber vielleicht war es einfach nur Piratenkleidung und kein richtiger Pirat. Was haben wir hier? Noch eine Kiste? Oh oh. Ja, genau sowas wollte ich eigentlich nicht haben. Eine größere Gruppe von Räubern. Und wir haben keine Astral- oder kaum noch Astralenergie. Dafür haben wir aber ja die Tränke. Gegenstand benutzen. Kann den Pfeil nicht benutzen. Ja, wir hätten vielleicht erstmal wechseln sollen. Und Gwendolyn ist verletzt. Oh, das wird nicht gut. Das wird gar nicht gut. Na gut, hinter den da. Abwarten. Du hast Astralenergie über, aber auch nicht allzu viel. Wo stehst du denn? Du könntest den da angreifen. Das machst du doch gleich mal. Ein Kampfzauber. Fulminictus. 10 Trefferpunkte. Haben oder nicht haben. Und Tirik stürmt ja gleich mal vor, um die ein bisschen abzufangen. Denn er hält wesentlich mehr aus als Gwendolyn. Hey, in die Seite schießen dürfen nur wir. Okay. Gegenstand wechseln. Wir hätten gerne einen Zaubertrank stark, damit wir gleich voll werden. Und wir haben sogar noch die Bewegungspunkte über, um ihn gleich zu benutzen. Sehr schön. 30 Astralenergie. Flupp. So. Und Gerogon ran da, bevor er umzingelt wird. Geh mal an diesen nervigen Bogenschützen ran. So. Und du haust auf den, damit er möglichst schnell umfällt. Und vielleicht sollte ich jetzt nicht mehr aggressiv wählen, sondern normal. Jedenfalls bei Tirik, der da so umzingelt ist. Sonst kriegt er zu viel auf den Deckel. So, und Gwendolyn ist vorsichtig. Das heißt, sie wird wahrscheinlich nie treffen, aber dafür auch seltener getroffen werden. Mürrem, willst du auch einen Zaubertrank trinken oder verlässt du dich auf deinen Bogen? Wo stehst du denn? Du könntest den da schon anschießen. Ja, das machen wir doch mal. Erstmal natürlich wechseln, Waffe wechseln, Langbogen, was auch immer sie vorher in der Hand hatte. Und den Räuber. 5 Trefferpunkte, sehr schön. Also, zaubern, volle Breitseite, Kampf. Ignifaxius wäre natürlich noch mehr Schaden. Obwohl, nee, das war pro Stufe des Zaubernden, glaube ich, 1W6. Das bringt jetzt am Anfang noch nicht so viel, aber wenn sie später in Level 6 oder 7 ist, dann macht das ganz schön Aua. Außerdem ist er jetzt erst auf 2. Da bleiben wir doch lieber bei unserem Fulminictus. So, noch. Oder auch nicht. So, Tirik ist jetzt vollkommen umzingelt. Das schafft er aber schon. Das ist ein hartgesottener Zwerg. Und unser Held Gerogon knüpft sich den alleinstehenden Fernkampfschützen vor. So. Gwendolyn hat 3 um sich rum. Das ist gar nicht gut. Können wir da... Ja, stell dich mal da hin. Und schieß da drauf. Dann geht Mürrem gleich 2 Schritte nach links und schießt auf denselben. Versuchen wir, den mal ganz schnell runterzuhauen. Vorsichtig weiterhin. Sonst wird sie gleich ohnmächtig. Schon wieder ein Treffer. Und das war's. Gwendolyn wird bewusstlos. Das ist jetzt gar nicht gut, denn die Räuber können jetzt zu Talana, Mürrem und Yallin gehen. Daran kann Tirik nichts ändern. Gerogon könnte rübersprinten nachher. Sollte er auch machen. Aber gut, erstmal Angriff auf den da normal. Ja, was habe ich gesagt? Schon dran. Das sieht gar nicht gut aus. 2 Schritte nach hinten. Und schießen. Da wir jetzt vielleicht einen Blitz, ich finde, gar nicht mal so schlecht. Muss ich gleich mal gucken, wie hoch der Skill bei Talana da ist. Und du läufst jetzt mal weg. Wenn du von dem wegläufst, hast du wieder einen Bogenschützen, der frei rumläuft. Ne, das müssen die Mädels alleine machen. Der wird erstmal niedergeprügelt hier. Oder auch nicht. Ja, das sieht echt, echt nicht gut aus. Wo steht Talana?
da, ne? Heißt, Yallen könnte den er treffen. Auch wenn wir unsere Schadenspunkte jetzt auf zu viele Charaktere gleichzeitig verteilen. Ja, weglaufen oder möglichst noch viel Schaden verursachen. Ich glaube mal, weglaufen ist da langfristig besser. Dahin. So, du wechselst mit deiner Waffe. Obwohl, nee, erstmal noch ein Angriff mit dem Bogen. Denn ich glaube, es gibt keine Mali, wenn man angegriffen wird mit dem Bogen in der Hand. Also im richtigen Pen and Paper natürlich, aber hier bin ich mir nicht so sicher. Und ich weiß, dass mit dem Bogen auf jeden Fall wesentlich einfacher getroffen wird und auch nicht pariert werden kann. Also rauf da. Ja, 4 Trefferpunkte. Schön, schön. So, du machst 2 Schritte zurück. Bald haben wir zwar keinen Platz mehr, um zurückzulaufen, aber darum kümmern wir uns dann. So oder so kommen wir immer näher an Gerogon ran. So, zaubern. Kam. Blitz dich find, hätte sie 5. Aber damit schalten wir nur einen Räuber für eine Runde aus. Fulmin. Komm schon, ein richtig, richtig guter. 10. 10 ist eigentlich recht gut. Aber die werden wohl so 20 bis 30 Lebenspunkte haben. Wie fast jeder Standardmensch der ersten Stufe. Eigentlich 30 in dieser Edition, glaube ich. Aber die Gegner müssten ja eigentlich ein Ticken einfacher sein. Sonst wäre es ganz schön unfair mit 8 gegen 4. 8 gegen 6. Oh, ein armer Tirik. Komm schon, hau den da um. Ha, sehr schön. Aber lange wird er auch nicht mehr machen. Den da. Normal. Du gehst auf den. Also ich weiß jetzt nicht, wer von den drei Räubern da unten am meisten verletzt ist. Aber jetzt muss Gerogon da mal hin, sonst wird das nichts. So, schön abgefangen. Du machst 1-2 Schritte nach da. Und schießt dann auf den oder auf den? Schieß mal auf den. Komm schon, einer. Nein, Tirik ist down. Oh. Das wird nichts. Das wird ganz und gar nichts. Zaubern. Kampf, Fulmin auf den. Komm schon. Ah. Zaubertrank, stark. Gegenstand benutzen. So, hau auf den da. Aggressiv, der muss jetzt umfallen. Ne, jetzt werden nach und nach alle unsere Leute umzingelt und niedergeschlagen werden. Gegenstand wechseln, Zaubertrank benutzen und da kommen nur 10 Astralpunkte bei rum. Bei den normalen, das ist gar nicht gut. Hey, einer von denen ist geflohen. 2 sind geflohen. Das sieht doch schon besser aus. Mürrim, Gegenstand wechseln, Zaubertrank stark. Hat sie überhaupt 30 Astralpunkte? Die Elfen haben nicht ganz so viel. Ah, jetzt ist es zu spät. Gegenstand benutzen. Dieses Zaubertrankkonzentrat lässt Myrums Astralenergie wieder auf den Maximalwert schnellen. Ja, das ist gut. Dann zauber doch mal. Kampf. Fulmin. Wer steht da? Der Räuber. Das ist echt schwer mit dem Zielen hier. Also man sieht ja unten den blauen Cursor, aber hinter den Wänden nicht. Und wenn da größere Gruppen sind, auch nicht. Also ich glaube, sie kann den Räuber hier treffen. Und den da. Nehmen wir erstmal den hier unten. Immer noch nicht. Dass noch keiner von denen wirklich umgefallen ist, irritiert mich echt. Aber ich sag ja, wir haben zu viel Schaden auf zu viele Ziele ver... Nein! Teilt. Mürrim ist bewusstlos. Fulmin, den da. Talana muss da gleich weg. Na, wir sind eh gleich alle weg. Ja. Wenn dann richtig untergehen. Wir nehmen noch ein paar von denen mit. So. Misslungen. Gleich nochmal. Und. Nee.
das war jetzt nicht bewusstlos. Sie ist tot. Gut, Computerkampf. Keine Magie anwenden. Schauen wir mal, was der Computer draus macht. Wir könnten wohl nichts mehr Großartiges machen, außer draufhauen. Also ja, wir hätten fliehen können. Aber das macht jetzt keinen Sinn mehr, wo Talana tot ist. Und Last Man Standing, Gerugon. Gucken, wie lange er hält. Das sind immer nur so kleine Schadenspunkte, die da eintrudeln, weil er hat auch heute die höchste Rüstungsklasse. Nee, das war nicht gut. Das werden wir gleich neu laden müssen. Werft mutig und gefasst von euch des Lebens Last und tretet in die Schatten, wo irdisch Glanz verblasst. Selbst das Ende ist schön. Aber gut, klick. Wir würden gerne laden LP006. So, wie machen wir das jetzt rollenspieltechnisch? Also, unsere Gruppe ist gerade gestorben. Wir wissen als Spieler, dass hier vorne gleich eine riesige Gruppe von Banditen kommt. Aber wir haben ja eine Prophetin dabei, praktischerweise so als Plothole. Und die sagt uns jetzt, dass große Gefahr hinter dieser Tür lauert und wir uns doch erstmal anderweitig umsehen sollten. Und da sie auch unsere Geldgeberin ist, vertrauen wir ihr mal und schauen uns erstmal hier in dem Gang um. Hier befindet sich ein Loch im Boden, das in einem Schacht mit einer eisernen Leiter führt. Wollt ihr die Leiter hinabsteigen? Oh, das klingt irgendwie gefährlicher als ein Raum voller Räuber. Zumal wir jetzt an dem Raum voller Räuber vorbeigehen, noch tiefer runter, nicht wissen, was da ist und die Räuber uns in den Rücken fallen könnten. Also sie werden es von der Spielmechanik her nicht machen. Aber so vom RP her wäre es nicht besonders sinnvoll. Aber ganz kurz gucken kann ja nicht schaden. Nach etwa 2 Dutzend Schritt Höhe erreicht ihr eine kleine Höhle, die sich zum Meer hin öffnet. Ah, das könnte die Piraten erklären. Fußspuren auf dem sandigen Boden verraten, dass hier ständig Piraten oder Schmuggler ein- und ausgehen. Da jedoch niemand anwesend ist, verlasst ihr die Höhle wieder und klettert die Leiter hinauf. Okay, also es sind wirklich Piraten. Und warum haben wir das da nicht aufgedeckt? Das erklärt jetzt natürlich, warum die ganzen Ressourcen und Waffen und Ausrüstungsgegenstände immer wieder verschwinden. Aber ich denke nicht, dass das reichen wird als Information für Meister Dramosch. Deswegen versuchen wir jetzt nochmal Wunden zu heilen. Ne, ist nicht lange noch her. Dann machen wir das anders. Die haben alle kaum Astralenergie. Das heißt, die schlucken jetzt erstmal die einfachen Zaubertränke. Gegenstand benutzen. Den Gegenstand benutzen. So. Das ist ein normaler Zaubertrank. Das ist auch ein normaler Zaubertrank. Die können beide geschluckt werden. Die bringen ja nur 10. Ah, und sie müssen natürlich erstmal rot umrandet werden. Nein, nicht Talente. Ja, das UI ist doch ein wenig anstrengend. Zurück. Ich hätte gerne... Nein! So, ich hätte gerne den Trank markiert. Danke. Gegenstand benutzen. So. So, sie hat noch ganz viele. Das ist ein starker. Den kann sie auch gleich mal trinken. Dann ist sie fast voll. Dann suchen wir jetzt mal einen nicht starken. Da. Und geben den Jalin auf Vorrat, damit sie im Kampf auch was hat. Hast du noch einen nicht starken? Ja. Den kriegt Mürrem. Und jetzt macht Mürrem einen Zauber auf Gwendolyn. Achso, ein Zauber sprechen. Mürrem. Heilung. Das war jetzt der falsche. Ich glaube, es war der Hexenspeichel. Also, Zauber sprechen. Mürrem. Heilung. Balsam. Gwendolyn. Miss Long. Okay, kann sie jetzt wenigstens den neuen Zaubertrank trinken. Wie viel hat sie denn im Spruch?
würde gerne Zauberfertigkeiten sehen. Heilung, Balsam, 5 Punkte. Jallin, 7 Punkte. Ah, na gut, lassen wir sie das machen. Sie ist ja eh unsere Heilerin. Zaubersprechen. Jallin, Heilung, Balsam, Gwendolyn. Wir hätten gerne 10 erstmal. Wie viel fehlen da jetzt noch? 9. Der Zwerg könnte auch noch 8 vertragen. Oh, der hat richtig gut Lebenspunkte. Mal eben 10 Lebenspunkte mehr als alle anderen. Ja, Zwerge sind was Tolles. So, Jallin und Talana. Talana sollte auf jeden Fall auch noch ein bisschen was bekommen, sonst ist sie ein One-Hit-Wunder. Zaubersprechen. Jallin. Heilung. Balsam. Talana. 10 Stück. Und schon braucht sie einen neuen Zaubertrank. So. 9 Punkte waren das. Die kriegt sie auch. Wir sollten so gut vorbereitet sein, wie es nur geht. Also Jallin, Heilung, Balsam, Gwendolyn, 9. Plündern wir weiter unsere Zaubertränke. Wir haben noch einen starken. Und noch einen starken. Oh, er hat noch einen. Der ist aber auch stark. Na gut, es gehen jetzt nur 7 Astralenergie flöten. Hilft alles nichts. Mit etwas Glück können wir genug Kräuter kaufen oder Allgemeintränke kaufen, um das Ganze wieder auszugleichen. Und wir sind ja hier, um eine Aufgabe zu erfüllen und nicht um reich zu werden. Also Gegenstand benutzen. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Speichern wir mal ab. Und in der nächsten Folge versuchen wir dann, die Schurken zur Strecke zu bringen. LP 007. Und bis gleich.